In diesem Video soll es mal wieder um einen Bug gehen. Ich habe ja schon länger keine Bugs mehr hochgeladen, weil es halt eben auch keine krassen Bugs mehr gab. Aber in diesem Video zeige ich euch einen Fallen-Bug oder einen Trap-Bug, der jetzt im Spiel gefunden wurde. Und falls ihr vielleicht jetzt neu seid auf diesem Kanal, könnt ihr mir natürlich gerne ein kostenloses Abo dalassen, um einfach rund um Fortnite immer auf dem neuesten Stand zu sein. Ich wünsche euch jetzt aber ganz viel Spaß mit diesem Video. Lasst mir gerne noch ein Däumchen nach oben da, denn Support ist kein Mord. Und dann sehen wir uns gleich nach dem Intro wieder. Ja, heute stelle ich euch mal wieder einen Bug vor, der jetzt in Fortnite gefunden wurde. Ich habe euch in der letzten Zeit ja kaum noch Bugs vorgestellt, weil die meisten Bugs, die es halt so im Spiel gab, sehr unspektakulär waren. Ja, und heute zeige ich euch da mal wieder einen Bug, der spektakulärer ist. Ich habe ihn jetzt selber nicht ausprobiert, weil natürlich die Gefahr besteht, dass ich dann gebannt werde. Im Endeffekt bringt dieser Bug jetzt einem nicht ganz so viel wie vielleicht andere Bugs. Also man hat jetzt keinen so großen Vorteil. Er ist halt wirklich komplex, daher ist er auch schwierig dann im Spiel umzusetzen. Aber wenn man diesen Bug gewollt erzielen möchte, dann schafft man das auf jeden Fall. Ich möchte euch jetzt aber auf jeden Fall nicht auf die Folter spannen. Ich zeige euch jetzt einfach mal den Ausschnitt. Ja, ihr konntet jetzt schon sehen, dass das Ganze nicht so einfach ist, diesen Bug hervorzurufen. Was man jetzt aber auf jeden Fall gesehen hat, ist, dass der eine Spieler, also ich nenne ihn jetzt einfach mal Spieler A, bei der Falle steht und Spieler B bei der Wand, wo die Falle nicht ist, steht. Wenn Spieler A jetzt versucht, in die Falle reinzulaufen, ohne Schaden zu bekommen, bekommt Spieler B in diesem Falle Schaden, obwohl an dieser Seite ja gar nicht die Falle ist. Und genau da liegt jetzt halt eben das Problem. Die Falle denkt, dass er Spieler A getroffen hat. Also irgendwo muss Schaden abgezogen werden. Also ihr seht schon, dieser Bug ist etwas komplexer. Diesen Bug dann jetzt letztendlich im Spiel umzusetzen, würde mir ein bisschen schwer erscheinen, ist natürlich trotzdem möglich. Ich bitte euch natürlich, das Ganze nicht nachzumachen. Also ihr könnt das Video gerne teilen, damit Fortnite oder Epic Games dann darauf aufmerksam wird. Falls ihr euch diesen Ausschnitt dann nochmal in Ruhe anschauen wollt, könnt ihr das Ganze auch. Der Link zu diesem Ausschnitt oder zu diesem Video ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und da kommt ihr dann auch auf jeden Fall nochmal zu My Name is Die Hard. Das ist halt eben derjenige, der das Ganze auf Reddit hochgeladen hat. Also falls euch das Ganze interessiert, könnt ihr da auf jeden Fall dann auch nochmal vorbeischauen. Schreibt mir auf jeden Fall mal eure Meinungen in die Kommentare rein. Und dann kommen wir jetzt auch nochmal zu zwei Kommentaren. Und der erste Kommentar, der kommt heute von Vincent. Er schreibt sehr gutes Video. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall an dich. Und der zweite Kommentar, der kommt heute von Steven Jakobichwili. Irgendwie sowas in der Art. Er schreibt auf jeden Fall, kannst du mich im nächsten Video grüßen? Hashtag nices Video, Hashtag Fruchtzweck. Vielen Dank auch natürlich an dich und auch wieder vielen Dank an jeden anderen, der mir wieder ein cooles Kommentar verfasst hat. Ansonsten war es das dann wieder mit diesem Video. Lasst mir gerne noch ein Däumchen nach oben da, denn Support ist kein Mord. Und dann sehen wir uns einfach wieder im nächsten Livestream oder im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und auf Wiedersehen. Ciao!